Verwandten, Nachbarn, Ärzte, Polizisten waren, die Älteren unter uns, so alt wie ich und noch älter, werden das alles immer noch wissen. Die Zeit, in der in Europa nur in Deutschland und in Diktaturen wie Spanien und Portugal kommunistische Parteien verboten waren, in allen anderen westeuropäischen, osteuropäischen, sowieso westeuropäischen Ländern waren sie erlaubt. Die Zeit, als in der BRD Kommunisten verfolgt, enteignet, ins Zuchthaus gesperrt und manchmal auch erschossen wurden, Beispiel Philipp Müller. Ich erzähle euch nichts über die Wirtschaftswunderjahre und auch nichts darüber. Ältere Frauen unter uns werden das noch erinnern. Deswegen haben viele von uns ja mal den Beschluss gefasst, nie zu heiraten, weil es so entsetzlich war. Frauen bis 1976 durften nur mit Erlaubnis ihres Ehegatten arbeiten oder studieren. Er konnte ihnen solche Immatrikulationen oder Arbeitsverträge auch kündigen. Und natürlich war Homosexualität mit Zuchthaus bedroht. Auf Dauer konnte aber das Kapital an einer so stickigen Gesellschaft wie der Deutschen, der Westdeutschen, kein Interesse haben. Mit dem üblichen, beinahe noch hackenschlagenden Personal, ihr kennt den Film von Billy Wilder, 1, 2, 3, da gibt es doch diesen einen wunderbaren Schauspieler, der den Chauffeur spielt und immer Jawohl sagt und die Hacken aneinander knallt. Herrliche Szene. Mit solchem Personal blamierte man sich aber auf internationalem Parkett. Wie brachte man das den Deutschen nur bei? Zu sehen, dass es außer Deutschland auch noch eine Welt gab, die man nicht erobern musste, die man sich anschauen konnte, von der man lernen konnte, hatte doch das Kosmopolitische jahrzehntelang als Eigenschaft des wurzellosen, unbehausten Juden gegolten. Wie kriegte man das aus den Köpfen wieder raus? Es gab also ein politökonomisches Interesse an ein klein wenig Bildungsreform. Dumm nur, dass es Gruppen von jungen Leuten gab, den SDS eben zum Beispiel oder andere Gruppen, die sich auf andere Zeiten, auf Emanzipation und sogar Revolution vorbereitet hatten über viele Jahre. Wo nur ein bisschen frische Luft in der BRD sein sollte, stießen sie die Türen weiter auf. Aber nein, die Mauern der herrschenden Verhältnisse stürzten, ich muss euch die traurige Mitteilung machen, nicht ein. Und dann waren da noch die Fremden, die Gastarbeiter. Anführungszeichen. Einige kamen aus südeuropäischen Diktaturen und hatten Kampferfahrung und brachten dem sozialpartnerschaftlich in die herrschenden Verhältnisse und in die Regierungsinteressen der SPD embeddeten deutschen Facharbeiter bei, was ein anständiger Massenstreik ist, den man vielleicht noch nicht mal anmeldete. 1973 wurde die Militärjunta in Griechenland gestürzt und 1974 gab es tatsächlich eine Revolution, und zwar in Portugal. Als Arbeiterfabriken und Landarbeiterinnen, Agrargenossenschaften, als Ärzte und Ärztinnen und Pflegepersonal Kliniken selbst organisierten, als Portugal sich nicht mehr den Verwertungsbedingungen auch des deutschen Kapitals zu unterwerfen bereit war und es seine Kolonien in Afrika aufgab. Da waren es der bundesdeutsche SPD-Staat, das deutsche Kapital und die NATO, die sehr, sehr, sehr besorgt waren. Es war natürlich ziemlich nah. Es gab eine ungeheure Sympathie von vielen jungen Leuten. Portugal lag in Europa. Man erinnerte sich noch, also von Seiten der Herrschenden, an die internationale Empörung nach dem Militärputsch in Chile ein Jahr zuvor. Also man musste da ein bisschen anders vorgehen. Man musste sich subtilere Repressionsmethoden ausdenken. Und sie glaubten tatsächlich, die vielen armen Leute, unter ihnen gab es in Portugal sehr viele Analphabetinnen, schafften es nicht allein, große Güter, Krankenhäuser und Fabriken zu bewirtschaften, aber sie schafften es. Die Konterrevolution musste sich der Lage anpassen. Schritt für Schritt und nicht offen sozusagen mit militärischer Gewalt ging das so. Konzerne und Großgrundbesitzer zogen sämtliches Land, Geld aus dem Land. NATO-Kriegsschiffe drohten am Horizont, die fuhren da immer sozusagen vor der Küste in sichtbarer Weite auf und ab. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung baute in Deutschland die portugiesische Sozialdemokratie auf, damit die dann wusste, wie man es macht, wenn man eine Revolution platt machen will, ohne Militär einzusetzen. 20 Jahre später ist unter der deutsch geführten EU Portugal unendlich verarmt. Und Deutschland nach der APO? Bleierne Zeiten, fallende Konjunktur, deutscher Herbst, bürgerkriegsähnliche Zustände, eben nicht nur gegen die RAF, sondern auch gegen linke Verlage, Buchhandlung, Projekte und gegen die damals relativ militante Anti-AKW-Bewegung. 1973 hatte das Militär in Chile geputscht im Interesse von Kapital und Bourgeoisie, unterstützt und befördert von der US-Regierung. Ach, sagte ich schon, dass Willy Brandt ein glühender Verteidiger des Vietnamkrieges war? Hatte ich wohl vergessen. Wesentliche Figuren mit dabei bei diesem Putsch in Chile wie Henry Kissinger, der jetzt, glaube ich, in Deutschland irgendwo eine Stiftungsprofessur kriegen soll. Sehr geschmackvoll. Und natürlich dabei die CIA.
In einem längeren Vortrag hätte ich noch mehr Beispiele eingeführt, aber eins gefällt mir doch ganz gut, weil es so typisch zeigt, was deutsches Kapital macht, wenn es glaubt, dass man nicht genau hinguckt. So wie die Menschenexperimente in Togo, jetzt 1973 die Höchst AG in Chile, schreibt an die deutsche Regierung folgendes Zitat, an den Heimatbetrieb, also an den Konzern hier in Frankfurt-Höchst, der über den Militärputsch. Der so lang erwartete Angriff des Militärs, klingt fast wie herbeigesehnt, hat endlich stattgefunden. Säuberungsaktion ist immer noch im Gang. Nebenbei gesagt, da starben mehr als 3000 Menschen und viele junge Leute wurden gefoltert. Wir sind, geht der Brief weiter, der Ansicht, dass das Vorgehen der Militärs und der Polizei nicht intelligenter geplant und koordiniert werden konnte und dass es sich um eine Aktion handelte, die bis ins letzte Detail vorbereitet und glänzend ausgeführt wurde. Chile wird in Zukunft ein für höchster Produkte zunehmend interessanter Markt sein. Die Regierung, immer eine gewählte Regierung, die Regierung Allende, schreibt die Höchst Chile, hat das Ende gefunden, das sie verdient. Damals war übrigens Willy Brandt Bundeskanzler, Walter Scheel Außenminister, Genscher Innenminister, Helmut Schmidt Multiminister von Wirtschaft bis Verteidigung und so weiter. Als die SPD unter Helmut Schmidt ihren Job der Zerschlagung großer Teile der Linken erledigt hatte, kam Kohl an die sogenannte Macht. In diese Niederlagenkette mit einem weiteren Sprung hinein fiel die Mauer, brach die Sowjetunion zusammen, wurde die DDR annektiert. Ich saß, das werde ich nie vergessen, vor dem Fernseher, irgendwelche, selbst ein paar Freunde von mir sagten, oh, ich muss nach Berlin, das ist so aufregend. Ich habe nur das Kotzen gekriegt angesichts der Fernsehbilder. Sah die Leute Deutschland, Deutschland schreien, sah die Fahnen, das war damals noch nicht so verbreitet. Und Wahnsinn war, glaube ich, das Wort, was die deutsche Sprache damals dominierte. Ich fuhr also nicht nach Berlin und ich dachte so, jetzt wird dieses Land kriegsfähig. Ich hatte immer Einreiseverbot gehabt in der DDR. Jetzt reiste ich mit Freunden wochenlang durch die DDR auf der Suche nach Menschen und nach dem Verstehen dieses Prozesses, mit denen wir zusammenarbeiten konnten. Wir fanden auch welche. Aber es war auch klar, die friedliche Revolution war eine Konterrevolution. Flash, 5. März 1990, erwischt mir eine der letzten Montagsdemonstrationen in Leipzig am Karl-Marx-Platz, Kundgebung. Das ging ungefähr so. Eine Vertreterin des unabhängigen Frauenverbandes verlangt Widerstand gegen Gewalt gegen Frauen und gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Also ganz anständige, brave, selbstverständliche Forderungen. Wutgebrüll der zu 90% männlichen Kundgebungsteilnehmer dieser friedlichen Revolution. Eine andere Rednerin hat das wohl begriffen und machte sich beliebter, indem sie rief, mit der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit muss endlich Schluss sein. Die Frau darf nicht mehr für ihre Wahl für die Familie bestraft werden. Also auch daher kommt die AfD. Es gefiel. Von der Rednertribüne brüllten und agitierten Neonazis aus der Bundesrepublik. Und zwar genau die, die wir im Westen einigermaßen platt gemacht oder ruhig gehalten hatten, die sich noch nicht raus auf die Straße wagten. Plötzlich erlebte ich die dort und nicht nur dort als Ausbilder vieler junger und werdender Nazis in der DDR. Hier eroberten sie neues Terrain. Wir sahen an diesem Tag, an diesem 5. März 1990, auf dieser revolutionären Demonstration viele nationalistische und vertriebenen Transparente. Also wer da nicht alles heim ins Reich geholt werden sollte, von Schlesien bis sonst was. Wir sahen Transparente von NPD und jungen Nationaldemokraten, wie Deutschland erwache für eine ökologische Wende. Oder zerstörte Natur, zerstörte Heimat, wir wollen eine andere Zukunft, NPD. Beliebte Parolen auch rote raus oder sehr rhythmisch vorgetragen Stettin, Stettin, deutsche Stadt wie Berlin. Die bürgerlichen Kundgebungsrednerinnen, und das gab welche, Bündnisgrüne, LDP, demokratischer Aufbruch und so weiter, ignorierten komplett, was da vor ihnen an Masse, an Ausdrucksformen sich äußerte. Die jungen Nazis aus der DDR, die man an dem Abend schon beobachten konnte, lernten schnell und brüllten, wir haben nur ein Vaterland, nicht wie Willy Brandt. Sie ließen sich von den Altnazis aus der BRD auf offenem Platz vor aller Augen und Ohren anstiften, rote und bunthaarige zu jagen. An diesem Abend war glücklicherweise die Tür der nahegelegenen Mensa auf. Einige Punks retteten sich dahin, andere wurden zusammengeschlagen und niemand half. Kein westdeutsches Medium hat in dieser national besoffenen Zeit über solche Ereignisse berichtet. Es galt ja das Märchen der friedlichen Revolution zu wahren. 23 Jahre später, kleiner Flash, 2013 glaube ich oder 14,
wurde ich in die Leipziger Thomaskirche eingeladen und man nahm an, dass ich auch so beeindruckt war von der friedlichen Revolution. Manche Leute lesen einfach meine Texte nicht. Und ich wurde eingeladen und versuchte in einem sogenannten Streitgespräch mit der früheren Bischöfin Käßmann, die hauptamtlich da schon, wie jetzt auch, für die Lutherdekade tätig war und herumreiste, also sie lebte von diesem Amt. Ich versuchte etwas naiv, ihr das Eingeständnis abzuringen, dass Luther zum Mord an aufrührischen Bauern und zu Pogromen an Juden, zum Abbrennen ihrer Synagogen, zum Aufschlitzen der Kehlen ihrer Gelehrten aufgerufen hatte. Sie wich aus und sagte, das muss man, es gibt auch anderes von Luther. Es ist völlig klar, jeder Mörder hat auch einen Vorgarten oder einen Schäferhund. Ihn zu preisen war aber ihr Job. Ein Zuhörer fragte in dieser großen, wirklich riesigen Kirche, ich war dort vom Pfarrer eingeladen, auch ein seltsames Missverständnis, ein Zuhörer fragte, was ich von der friedlichen Revolution halte. Ich sagte, eine wirkliche Revolution bedeutet doch wohl die Abschaffung von Herrschaftsverhältnissen und nicht deren Ablösung durch modernere, noch effektivere Formen von Ausbeutung, Überwachung und Demütigung des Menschen. Die örtlichen Honoratioren, die da längst bereuten, mich eingeladen zu haben, zuckten zusammen, auch weil Hunderte, wenn auch immer noch eine Minderheit in dieser riesigen Kirche, klatschten. Die Konterrevolution, und das ist endlich auch eine gute Nachricht, hat eben nicht nur Freunde. Und ein paar letzte Sätze zum Schluss. Die guten Zeiten waren immer Ausnahmen. Als Thomas und ich noch jung waren, hatten wir beide, wenn auch in verschiedenen Organisationen unterwegs, die Hoffnung, dass es irgendwie waren, weitergeht. Ja, ich habe Waren gesagt. Du musst der Realität ins Auge sehen. Darüber reden wir später. Ich betreue dich dann ein bisschen. Die guten Zeiten sind immer Ausnahmen, wenn man die Geschichte, und das war der Sinn meines kleinen Galopps, zu zeigen, was die Hauptachse ist, was Kapitalismus eigentlich bedeutet in politischen, historischen, bestimmten historischen Phasen, durchaus wechselnd, aber im Kern immer mit durchlaufenden, immer mit seinen Verwertungsinteressen, immer mit dem, was er beinhaltet an Konkurrenz, an Ausbeutung des Menschen, an Mehrwertproduktion, an Leistungsterror, an Wettbewerb, an Vernichtung, an Unterwerfung von Mensch und Natur auf der ganzen Welt, dann sind die guten Zeiten, die es ab und zu gibt, für ein paar Jahre, wenn Menschen sich gut darauf vorbereiten und wenn die großen Zeitläufe so sind, dass sie die Möglichkeit ergeben, diesen Widerspruch zu setzen, die Ausnahmen. Aber was wären diese Zeiten, was wäre dieses Land, wenn es niemand versucht und wenn es diese Zeiten gar nicht gäbe? Dann wäre nämlich die Hölle wirklich am Dampfen. Erstens, die guten Zeiten waren Ausnahmen. Zweitens, Niederlagen sind dazu da, um aus ihnen zu lernen und nicht dazu, und das ist eine sehr aktuelle Anmerkung, den herrschenden Verhältnissen dadurch in den Arsch zu kriechen, dass man den Umweg über den Reformismus nimmt, weil man glaubt, jetzt habe ich 10 Jahre demonstriert, das muss doch mal irgendwie massenhafter werden. Grauenhafter Irrtum, man landet da, wo die Sozialdemokratie gelandet ist. Ich sag's euch, denen, die dafür anfällig sind. Denn das schwächt immer die nachfolgenden Bewegungen. Auch eine gute Nachricht ist, es gibt nämlich immer, auch wenn man selber schon längst aufgegeben hat oder wenn man Freunde sich in Resignation und Zynismus verabschieden sind, das Schöne ist ja, und das merkt man, das war auf der Demo gestern, ich habe mich da extrem wohl gefühlt. So viele gute Parolen auf einen Haufen, so gute Flugblätter, es war ein extremer Genuss. So, das heißt, der falsche Weg in den Reformismus, in die Anpassung, in die Resignation schwächt die nachfolgenden Bewegungen. Aber die gute Nachricht ist eben auch, es gibt immer nachfolgende politische Bewegungen. Und ältere Linke haben vielleicht zu helfen, dass bestimmte Fehler schneller gemacht werden. Ganz vermeiden kann man es nie. Und es wird sie immer geben, diese nachfolgenden Bewegungen, solange der Widerspruch von Kapital und Arbeit existiert. Es geht nämlich gar nicht anders. Und die allerletzte Lektion und der letzte Satz: Wer die umfassende Emanzipation und Befreiung aller Menschen will, muss Deutschland verraten. Vielen Dank. Hat Sorge, dass wenn wir jetzt eine Pause machen, ihr alle wegläuft. Ihr müsst jetzt durch Hände hochhalten, versprechen, dass ihr wiederkommt. Nach Klo, Zigarette und Getränkeautomat. Okay, dann 10 Minuten. Nach 15 Minuten schließen wir die Türen ab und ihr kommt nicht mehr rein. Also alle Highlights meiner Rede sind in den ersten 2 Minuten.
Es ist das sechste Mal, dass ich eingeladen wurde, am 3. Oktober zu sprechen. Oft waren die, forderten die Fragestellung große generalistische Würfe, so Überblick über das Aufgehen und Scheitern imperialistischer Ambitionen in den letzten 25 Jahren oder Geschichte der antinationalen und antideutschen Linken oder war unsere Prognostik von 1990/91 zu alarmistisch, wo man immer sagen muss, nein, das liegt an deiner Brille der Anpassung, sie war richtig und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich sollte für den 50. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung langsam eine CD produzieren, damit man auch was hat, dass ich mich noch aus der Gruft melden kann. Für heute habe ich mir natürlich in Einverständnis mit den Veranstaltern ausgesucht, deutsche Ideologie am Beispiel der Beobachtung der letzten 3 Monate zu schildern. Es wird also scheinbar weniger generalistisch und ich werde den Versuch unternehmen, durch eine Reflexion der letzten 3 Monate zu ermitteln, was ist deutsch. Wenn man sagt, eine Besonderheit, die einem sofort ins Auge sticht, ist, niemand hat so ein infames Mischverhältnis von Sachzwang und Gemüt, von Gefühl und Interesse wie die Deutschen. Das ist das Ziel und ich werde mich teilweise in Einzelheiten verbeißen. Ich hoffe, ihr liebt oder ihr schätzt diese Art von Ideologiekritik. Und ich habe mir ein Manuskript geschrieben für heute. Das bedeutet, ihr könnt euch völlig sicher sein, ich habe nicht in die Repertoire-Grabbelkiste gegriffen und alles aufgewärmt. Manuskript habe ich mir gemacht, um an die Zeitvorgaben mich zu handeln, zu halten. Jetzt gucke ich auf die Uhr und weiß, ich darf jetzt dran, 40 Minuten. Also, stellen wir uns vor, ein historischer Zufall oder nennen wir es Laune der Geschichte hätte dazu geführt, dass der deutsche Nationalfeiertag auf ungefähr, sagen wir, den 3. Juli datiert worden wäre und wir uns also hier vor 12 oder 13 Wochen getroffen hätten. Mit einiger Sicherheit hätten wir über Deutschlands Gnadenlosigkeit und Härte gegen Griechenland gesprochen, Deutschlands Diktat oder Inanspruchnahme seiner Hegemonie in Europa, die bestimmte Zwecke der Weltmarktkonkurrenz verfolgt, also keine Fehler, sondern Interessen sind und für diese Interessenverelendung bereit sind, ins Werk zu setzen. Und wir hätten, ganz egal ob nun erschrocken, bedrückt oder einfach unsere Erwartungen bestätigt finden, zur Kenntnis genommen, dass nach unendlich langer Zeit, nach so vielen Jahren, ein deutscher Politiker in der Beliebtheitsskala an Angela Merkel vorbeigezogen ist, Wolfgang Schäuble. Die Verkörperung besagter Gnadenlosigkeit und Härte also, dem großen Droher mit dem Rauswurf Griechenlands. Natürlich wurde auch in dieser Zeit manch menschheitsbeglückende Phrase gedroschen und selbst die Allergnadenlosesten wie vielleicht Professor Sinn oder Hans-Olaf Henkel oder Herr Bosbach ließen, wie ihr euch erinnert, nebenbei mal fallen, dass nach ihrem Konzept, also nach einer drastisch opferreichen Phase durch Abwertung und Drachme, sich Griechenland garantiert berappeln, exportfähig und wachstumsfähig werde. Bis dahin versprachen sie humanitäre Hilfe, also Brosam. Aber das waren, und darauf bestehe ich, das waren keine Lügen, die geglaubt wurden oder auch nur geglaubt werden sollten. Denn in den Talkshows wurde ja auch erörtert, warum, staunend erörtert, warum Deutschland so unbeliebt ist, seine Repräsentanten so hässlich karikiert werden, speziell im Ausland. Dennoch oder deshalb, ich betone dennoch oder deshalb, wurde Schäuble zu Deutschlands beliebtesten Politiker gekürt. Eine Mehrheit der Deutschen, bedeutet das, sonnte sich projektiv in seiner Härte. Zweitens und dann,
nur ein paar Wochen später, die Zeit geht gerade zu Ende, porträtiert Deutschland sich selbst, geschüttelt von Rührung und Ergriffenheit, als Speerspitze selbstloser Hilfsbereitschaft, als Träger einer Willkommenskultur, die den Rest Europas, manchmal konzidierten wir außer Schweden, beschämen muss, was auch in allen Zeitungen in Rom, Paris, London und Madrid zähneknirschend eingestanden wurde. Flüchtlinge rufen Germany und halten Bilder unserer Kanzlerin hoch und eine bislang unbekannte Zahl von Prominenten aller Sparten schließt sich den Worten Katrin Göring-Eckerts an, die bekanntlich formulierte: Ich bin zum ersten Mal uneingeschränkt stolz auf mein Land. Bitte beachtet unbedingt das Beiwort uneingeschränkt. Sie sagt damit, sie war schon oft stolz auf Deutschland. Also wahrscheinlich bei der Wiedervereinigung, bei der Fußball-WM, bei der wir bekanntlich nicht Weltmeister, aber Weltmeister der Herzen wurden, bei einer gelungenen Veranstaltung zur Vergangenheitsbewältigung oder aus Anlass der über die Ufer tretenden Elbe, vielleicht auch bei der Lektüre von Statistiken zum Exportüberschuss. Jedoch war dieser Stolz oft mit einem Aber versehen. Also einem rollengerechten, in der bürgerlichen Demokratie rollengerechten Genörgel von Politikern, wenn sie nicht der Regierungspartei angehören. Dieses Aber, das sie erlöschen ließ, das also im Erlöschen alles Störende beseitigt und die Überidentifikation pur werden lässt, und damit auch die brennenden und angegriffenen Asylunterkünfte, um nur ein Beispiel zu nennen. Wenn viele Menschen patriotisch überwältigt sind, können wir immer feststellen, und zwar unabhängig davon, ob der Anlass vordergründig schrecklich oder vordergründig positiv scheinend ist, da braut sich was Gefährliches zusammen. Es gibt keinen harmlosen und erst recht keinen unverkrampften Patriotismus. Drittens, ich mache einen Schritt zurück ins Konkrete. Feststellen will ich zunächst, dass das, was in diesem Sommer real eingetreten ist, also der Aufbruch der vielen aus dem Inferno, in dem sie stecken, nichts, überhaupt nichts von Deutschland Gewolltes ist oder war. Es ist etwas zusammengebrochen und musste Behandlung erfahren. Ihr wisst, die Deutschen haben eine große Übung darin, das ihnen Aufoktroyierte auch gleichzeitig zu idealisieren. Solange Deutschland begrenzt national souverän war, haben sie sich dermaßen stolz gefühlt auf das Verbot, Kriege außerhalb ihres Bereiches zu führen. Deutschland stand und hat der anderen oktroyiert, für das Prinzip Dublin III, für die absolute Chancenlosigkeit von Asylbewerbern, die per Definition schon in Italien oder Griechenland und Europa und also Sicherheit erlangt hatten. Deutschland stand damit gegen jede Quotenregelung. Deutschland stand bis dahin für Frontex und also allem, was mit geschlossener, unüberwindlicher Grenze zu tun hatte. Und Deutschland hat durchgedrückt, dass das Programm Mare Nostrum eingestellt und deshalb ein paar tausend Menschen mehr ertrunken sind. Das bis zum Sommer antizipierte oder geplante System sollte ungefähr so funktionieren: A, es brechen, wissend um die Todesgefahr und die Tortur der Flucht, wissend um die menschenunwürdige Behandlung und die Wahrscheinlichkeit der Abschiebung hier, sehr wenige Menschen nach Deutschland auf. B, an denen, die durchkommen, exekutieren wir jedenfalls im Regelfall exemplarische Härte. Als Beispiel dieser Tatsache kann ich die
demonstrative Nichtaufnahme und die Schroffheit des Hamburger SPD-Senats gegen diese Handvoll Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg bebildernd benutzen. Insgesamt stieg Ansehen und Beliebtheit des Senats und ein zu meiner Freude nicht ganz marginales oppositionelles Milieu konstituierte sich als gesellschaftliche Minderheit dagegen. Für die demonstrative Härte oder Inhumanität nur ein signifikantes Beispiel. Einige linke Aktivisten von Verdi hatten die Idee, die Lampedusa-Flüchtlinge in ihre Gewerkschaft aufzunehmen. Das würde Vorteile bei juristischen Auseinandersetzungen sowie kostenlosen Zugang zu Anwälten ermöglichen und hätte darüber hinaus eine symbolische Strahlkraft. Für diese Aufnahme einer Handvoll Lampedusa-Flüchtlinge ist der Hauptamtliche, der das so ein bisschen gemanagt hat, abgemahnt worden im Einverständnis mit der Bundesspitze von Verdi. Und das bedeutet, wie ihr wisst, im Wiederholungsfall Entlassung. Was da mobilisiert wurde an sogenannter sozialdemokratisch-gewerkschaftlicher Basisempörung gegen die Aufnahme einer Handvoll Lampedusa-Flüchtlinge, also was da mobilisiert wurde an proletarischem Ressentiment und Rassismus, kann nur ermessen, wer den Mailverkehr aus diesen Wochen zur Kenntnis nimmt. Und C, der Plan war so, die beschämend wenigen, die im Großen und Ganzen wir aussuchen, immer wenn ich das Wort wir ausspreche, ist das karikierend gemeint, an denen zelebrieren wir real und in noch viel, viel, viel größerem Ausmaß medial unsere Güte. Den renovieren wir manchmal sogar ehrenamtlich, auch mal in der Kleinstadt XY eine leerstehende Wohnung oder ein Gemeinde- oder Pfarrhaus, aber meist vor laufender Kamera. Also Sachzwang, wir können nicht die ganze Welt, und Gemüt, aber im Einzelfall, sollten so und nach sehr speziell deutscher Art im Gleichgewicht gehalten werden. So ein ekelhaftes im Gleichgewicht halten kennzeichnet auch die berühmte Begegnung Angela Merkels mit dem palästinensischen Schulmädchen, also die Begegnung der jetzt als zu weich, zu menschenfreundlich erscheinenden Kanzlerin. Merkel sagt: Wenn du jetzt vor mir stehst, du bist ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt bestimmt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen, das können wir auch nicht schaffen. Es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Das ist der Moment, wo das Mädchen weinen muss, und deshalb wendet sich die Kanzlerin ans Publikum und sagt: Deshalb möchte ich sie trotzdem nun einmal streicheln. So, genau so, ohne jede theoretische Ableitung, genau so funktioniert der harmonische Akkord zwischen Brutalität und Sentimentalität, in dem die Deutschen wirklich Meister sind. Viertens. Was aber ist Realita, die behauptete Menschlichkeit oder Willkommenskultur der Deutschen? Sie ist zunächst einmal auch in ihren Hochtagen eine Fälschung, ein Fake, eine Propagandalüge, ein Selbstbetrug. Und ich bitte daran zu denken, dass ich gesagt habe, es gibt Lügen, und das ist deutschspezifisch, an die die Deutschen selber glauben. Wer Schäuble vor wenigen Wochen zu seinem beliebtesten Politiker kürte, kann mehrheitlich nicht, und zwar nicht im weitesten bürgerlich oder christlichen Sinne, hilfsbereit, humanistisch, mitleidig oder solidarisch sein. Allein die Lektüre der soziologischen, der positivistischen Forschung, der Erforschung der deutschen Gesellschaft über sich selbst, also mit einem gewissen
mit einer gewissen wissenschaftlichen Redlichkeit, die nicht bloß Propaganda sein will, verbietet jeden romantisierenden Gedanken. Als fundamentale Tendenz, also als Entwicklungsrichtung jenseits temporärer Schwankungen lässt sich, dafür braucht man wirklich nur Wilhelm Heidmeiers Bielefelder Studien lesen, wie es hier heißt in diesem Buch, eine Verrohung der Mittelschicht feststellen. Die Bereitschaft zur Hilfe, auch krisenbedingt schwacher Gruppen, schreiben die Forscher, nimmt rapide ab. Signifikant mehr Befragte aus höheren Einkommensgruppen vertreten, dass jenen, die an ihrer Not, wenn auch nur einen kleinen Teil Mitschuld tragen, nicht geholfen werden darf. Es finde ein Prozess der Entkultivierung des Bürgertums statt. Dieses werde unzivilisierter, intoleranter und verroht. All das sind Zitaten und nur aus diesem Band 9 oder 10 drei empirische Fakten, die das vielleicht unterstreichen. 47% der Deutschen sind der Meinung, es leben vor der sogenannten Flüchtlingsflut. 47% der Meinung, es leben zu viele Ausländer in Deutschland. 40% geben zu Protokoll, ich hätte ein Problem damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten. Und die Frage, bei Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein, lehnen 76% der Deutschen ab. All diese schrecklichen Absonderungen sind natürlich erzeugt einerseits durch das gesellschaftliche Sein im Kapitalismus, die Konkurrenz, die den Menschen prägt, die Entsagung, die ihn prägt und zum Rassisten werden lässt, Verdinglichung, der unterworfen ist, wenn er manchmal selber denkt, er sei Humankapital, und durch die Propaganda, die dieser Härte, diesen Rassismus oder Sozialdarwinismus auch noch zusätzlich erzeugen und wenn sie will auch mal latent abmildern kann. Ich muss diese Forschung, diese bürgerlich-positivistische Forschung nur ergänzen um mein Wissen, wie viele seiner Bücher Thilo Sarrazin verkauft und wie viel begeisterte Zustimmung er geerntet hat, um mich von einem inszenierten Hype nicht blenden zu lassen. Das Hamburger Abendblatt, das früher mal das Medium zum Aufstieg von Roland Schill, also einem der vielen Pegida-Vorläufer oder was daraus wert gewesen ist, feiert die Willkommenskultur auf ihrem Höhepunkt und ist stolz auf Hamburg und teilt als Ergebnis seiner Umfrage mit, 80% fordern eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen, 46% der Hamburger sind gegen